Der Bau der Velostation am Bahnhof geht vorwärts. Bis jetzt laufen die Arbeiten nach Plan. Schon jetzt kann man erahnen, wie die Station etwa aussehen soll. Im Moment steht der Innenausbau an. Ab April wird Luzern dann eines der grössten Veloparkings der Schweiz haben. Warum das überhaupt nötig ist, weiss Daniel Nussbaumer. Wir haben zu wenig Angebote von Veloabstellplätzen um den Bahnhof herum. Und das hat dann bedingt, dass wir hier die neue Velostation bauen. Die bestehende provisorisch hat ja 350 Abstellflächen. Und die neue Velostation können wir dann 1100 Abstellflächen anbieten. Auch in Sachen Finanzen ist man auf Kurs. Kostet die neue Velostation am Bahnhof fast 3 Millionen Franken.